Ein brennendes Wohnmobil und ein ausgebranntes Haus. Bilder, die symbolisch für die Entdeckung des NSU stehen, des nationalsozialistischen Untergrunds. 1999 sorgen diese Fahndungsfotos für Aufregung in Deutschland. Unbekannte Täter überfallen mindestens 14 Bankfilialen in mehreren ostdeutschen Bundesländern. Später werden die Taten Uwe Mundlos und Uwe Böhner zugeordnet. Von da an beginnen die Verbrechen. Bankraube, Bombenanschläge und am 9. September 2000 beginnt zudem eine Serie rassistischer Morde. In Nürnberg wird ein türkischer Blumenhändler erschossen. Bis April 2006 folgen weitere Morde an 8 Türken und einem Griechen, immer mit derselben Waffe und nach dem gleichen Muster. Auf einer Propaganda-CD brüstet sich die Terrorzelle später mit den Taten. Sie, die Hauptangeklagte, gibt sich als Opfer ihrer Gefährten aus. Beate Zschäpe bestreitet den Vorwurf, eine Mittäterin gewesen zu sein. Am 25. April 2007 wird die Polizistin Michelle Kiesewetter in Heilbronn erschossen. Es ist der letzte Mord, den der NSU verübt. Beate Zschäpe soll ihre beiden Komplizen über Jahre hinweg gedeckt haben, so der Vorwurf der Bundesanwaltschaft. Sie soll für die Tarnung nach außen hin verantwortlich gewesen sein, von den Taten und Morden gewusst und sie sogar mitgeplant haben. Dann am 4. November 2011 fliegt die Terrorzelle auf. Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt werden tot in einem Wohnmobil gefunden. Beate Zschäpe soll daraufhin die gemeinsame Wohnung des Trios in Brand gesteckt haben, flüchtet, stellt sich jedoch 4 Tage später. Zschäpe sieht sich mit dem Vorwurf konfrontiert, dass sie mitgemordet hat, obwohl sie wohl an keinem einzigen Tatort dabei war.